Erst vergangene Woche hat eine Frau ein Baby aus dem Klinikum Höchst entführt. Glücklicherweise hat die Polizei die Frau ausfindig gemacht und das Baby ist bei seinen Eltern zurück. Damit sowas gar nicht passiert, haben einige Kliniken in Hessen ihre Sicherheit auf der Geburtsstation verbessert. Das Bürgerhospital in Frankfurt hat jetzt ein solches Sicherheitssystem eingerichtet. Wir haben es uns angeschaut, das sogenannte Baby-Guard-System. Finn Joshua kam erst vor 5 Tagen zur Welt. Seine Mutter, Christine Carbot, glücklich, dass er endlich da ist. Müttern wie ihr will das Bürgerhospital Frankfurt künftig eine zusätzliche Sicherheit vor einer Kindesentführung bieten. Denn 10 bis 12 Säuglinge werden pro Jahr in Deutschland entführt. Diesen Chip befestigt die Mutter an der Kleidung des Kindes. Wo genau, das soll nur sie wissen. Darauf abgestimmt der Funksender, den die Mutter anlegt. Für uns demonstriert eine Schwester der Station, was passiert, wenn Unbefugte sich mit Finn Joshua aus dem Staub machen wollten. Das Lesegerät an der Stationstür erkennt, hier verschwindet jemand ohne den passenden Funksender und schlägt Alarm. An den verschiedenen Computern der Station und an der Klinikpforte lässt sich dann in wenigen Augenblicken die Bildaufzeichnung mit dem entführten Finn Joshua öffnen. Und der Sicherheitsdienst kann informiert werden. Es ist halt in Deutschland so, dass man die Klinik nicht absperren darf. Und so mit dem neuen System müssen wir auch die Freiheit der Besucher und der Mütter nicht einschränken und haben trotzdem eine große Sicherheit. Das System wird derzeit noch aufgebaut und steht ab nächstem Jahr zur Verfügung. Christine Carbot passt momentan selbst bestens auf, dass ihr Finn Joshua niemand wegnimmt. Und wahrscheinlich schon morgen darf sie mit ihm nach Hause.